We saw that on the first level, the initial scope of our spiritual development here, that we are exercising the self-discipline, the ethical self-discipline, to refrain from destructive behavior. Wir haben gesehen, dass wir auf der ersten Ebene unserer spirituellen Entwicklung ein ethisches Verhalten ausagieren oder benutzen, um uns von den zerstörerischen Emotionen abzuhalten. Destructive behavior. Von Verhalten. Right. Here we're working on the behavior, not yet working on the emotions or attitudes that comes next. Wir arbeiten jetzt erstmal mit dem Verhalten, das Arbeiten mit den Emotionen kommt später. So we are aiming for better rebirth, which is our ordinary happiness. Wir zielen auf eine bessere Wiedergeburt, das heißt gewöhnliches Glück. If we look only within the sphere of karma. Wenn wir uns nur im Bereich des Karma umschauen. And we are moved to that aim because we really dread horribly having more and more suffering and unhappiness. Und wir verlangen nach diesem Ziel, weil wir ganz schrecklich befürchten, dass wir mehr und mehr Leiden erfahren könnten. And we understand that there is a way to avoid more unhappiness and suffering, which is basically to exercise self-control and not act in a destructive manner when we feel like it. Wir haben verstanden, dass dieses Nutzen von Selbstkontrolle uns hilft, diese negativen Emotionen nicht auszuagieren, wenn wir sie fühlen. Don't act out the impulse. Wir reagieren also nicht auf den Impuls und agieren ihn nicht aus. As I said, we are not yet focusing on the emotion that comes next. Ich habe ja gesagt, erstmal ist nicht der Fokus die Emotion. Just when you feel like acting, when you start to notice that impulse, that compulsiveness there, don't do it. Jetzt geht es erstmal darum, sobald das Gefühl hochkommt und du möchtest impulsiv ausagieren, dann tust du es erstmal nicht. That's something that's not so difficult to recognize. I mean, you have to slow down a little bit, but it's not that difficult to recognize. Das ist erstmal gar nicht so schwer, das zu erkennen. Man muss einfach ein klein bisschen langsamer werden, um das machen zu können. Think of when you are sitting and trying to do work and you are bored or feeling itchy and so on, and all of a sudden the impulse comes up to go to the refrigerator. Denkt euch zum Beispiel, ihr wollt arbeiten und ihr fühlt euch gelangweilt und irgendwie juckt euch überall und dann kriegt ihr irgendwann den Impuls, doch mal zum Kühlschrank zu gehen. Or to call somebody or to switch to Facebook or something like that in the computer. Oder einfach mal jemanden anzurufen oder mal in Facebook reinzuschauen, wenn ihr am Computer arbeitet. So, you notice when that feeling comes up, that impulse to do it, and then, oh no, I mean, this is just going to make me more unhappy, I'm not going to get my work done, etc., and you don't do it. We're talking about this level of discipline. Wir sprechen über diese Ebene von Disziplin, wo du einfach erkennst, ach, wenn ich diesem Impuls jetzt nachgebe, dann wird mich das auch nicht glücklicher machen, ich kriege meine Arbeit nicht fertig und so weiter. Und an dieser Stelle schon agierst. Oh, I'm not going to get my work done, so that's a suffering, that's a problem. So I will not check for the 10th time in the last hour my Facebook account. Und da ich weiß, dass wenn ich meine Arbeit nicht fertig kriege, ich darunter auch leiden werde, werde ich jetzt nicht zum 10. Mal in einer Stunde in Facebook nachschauen, ob es da neue Nachrichten gibt. So, now, the next level is the level of working to overcome rebirth altogether. Uncontrollably recurring rebirth. Remember, that's the meaning of samsara. Uncontrollably recurring over and over and over again, and you can't stop it. Und die nächste Ebene wäre, dass wir die unkontrollierte Art von Wiedergeburt, das, was Samsara eigentlich bedeutet, aufheben bzw. beenden werden. And here, what we're looking at are the second and third aspects of true suffering, or true problems that Buddha pointed out. Und hier schauen wir uns die dritte und vierte Ebene von wahrem Leiden an, auf die der Buddha sehr klar hingedeutet hat. This is referred to as first of all the suffering of change and then all pervasive suffering.
Da geht es zum einen um das Leiden am Wandeln und das alles durchdringende Leiden. Suffering of change. This is referring to our ordinary happiness. Das Leiden am Wandel, da geht es um unser gewöhnliches Glück. The technical term is tainted happiness. It's tainted or stained with, mixed with confusion. Das ist ein beflecktes Glück. Es ist eine Art von Glück, die letztlich doch mit Verwirrung vermischt ist. It's mixed with confusion in terms of how it arose and when we experience it as well. Es ist mit Verwirrung vermischt, sowohl in der Art und Weise, wie es aufgetaucht ist, auch, aber auch wie wir es dann erfahren. So, this is our ordinary happiness, which has a lot of problems associated with it. Und das ist unser gewöhnliches Glück, das letztlich eine Menge Probleme auch enthält. Problems are that it doesn't last. Ein Problem ist, dass es nicht andauert. And it never satisfies. We always want more. Es genügt uns nicht. Wir wollen immer mehr davon. And if we have too much of it for too long, we get bored or it turns into suffering. Oder wenn wir zu viel davon hatten, dann langweilt es uns oder wendet sich in Leiden. Like for instance, being out in the sun feels very nice for a while, but you wouldn't want to stay in the hot sun forever. So after a while it's too much and you have to get out of the sun. Zum Beispiel in der Sonne zu liegen fühlt sich erstmal wunderbar an, aber irgendwann wird es zu heiß und zu viel und du wirst natürlich nicht immer in der Sonne liegen bleiben wollen. Or loved one is fondling your hand, stroking it like this. Well, if they were to do that for 3 hours, your hand would get very, very sore. So, like that, this type of ordinary happiness has some problems with it. Oder wenn dein Liebster dir ständig deine Hand streichelt und das geht dann mehr als 3 Stunden lang, dann kriegst du irgendwann eine geschwollene Hand und dann wäre das auch nicht mehr so schön. So, this type of ordinary happiness is the result of acting in constructive and positive ways, but still mixed with confusion, as in the example of being a perfectionist. Also diese Art von normalem Glück, die ist immer noch vermischt mit bestimmten Formen von Unklarheit oder Konfusion. Und this type of ordinary happiness comes from constructive behavior, but still it's constructive behavior done with confusion, as in the example of being a neurotic perfectionist. Es stammt aus konstruktivem Verhalten, aber es ist immer noch vermischt mit unsinnigen oder zwanghaften Verhaltensweisen, wie man in dem Beispiel des neurotisch zwanghaften Saubermachen sehen kann. A good example, you know, somebody who is a perfectionist with a clean house. They're happy for a little while that it's clean, but then, oh, you know, they're not satisfied anymore, they have to clean it again. That happiness doesn't last, does it? You always want more. It has to be even better. More clean. Das Beispiel des Perfektionisten in Bezug auf die Sauberkeit, ein neurotischer Sauberfreak, der ist vielleicht einen Moment lang glücklich, wenn er das Haus völlig geputzt hat, aber das geht ganz schnell vorbei. Also es ist auch ein gutes Beispiel für die Vergänglichkeit von Glück. Then the third type of suffering or problem is called the all-pervasive problem. Und dann gibt es eine zweite Art, das ist das alles durchdringende Leiden oder Leben. And this is the fact that it's referring to rebirth, basically, that we have this type of body and this type of mind, which automatically is going to produce problems and difficulties. Es bezieht sich auf die ständige Wiedergeburt, denn wir haben eben diese Art von Körper, diese Art von Geist, die letztlich immer wieder Problemen unterliegen. Just think about it. With this type of body, there is no way that you could walk without stepping on something and killing it. There's no way that you could eat anything without some insect or something having been killed in the production of it, even if you're a vegetarian. Und denkt mal drüber nach, diese Art von Körper, die wir haben, die ist einfach so gemacht, dass wann immer wir laufen, dass wir irgendwann mal auf lebende Wesen treten und sie töten. Oder wenn wir etwas essen, dann wird immer zwangsweise irgendjemand im Vorgang der Produktion des Essens auch gestorben sein, und sei es nur kleine Insekten, das gilt sogar für Vegetarier. And we have the type of body that gets sick, we have the type of mind and so on that gets tired, your body and your mind, you have to rest. You have to always eat, you have to make a living. Not
easy, is it? Und wir haben ja diesen Körper und Geist, wir müssen ständig irgendwas essen, wir werden irgendwann müde, wir müssen schlafen, wir müssen unser Geld verdienen, wir müssen irgendwie ein Auskommen finden. Also es ist überhaupt nicht einfach, nicht wahr? Yeah, you're reborn and then you're a baby. I mean, how horrible. You have no, you can't express yourself, you can't do anything for yourself, you have to learn everything all over again. That's really boring, isn't it? Und wenn you have to do that over and over again, countless times. Go to school again. You want to go to school again, another million times? Und wenn ihr dann eben wiedergeboren werdet, dann werdet ihr erstmal ein Baby und müsst alles wieder neu lernen. Und eben wenn diese ständigen Wiedergeburten auftauchen, dann müssten wir auch andauernd Millionen Mal wieder zur Schule. Wollt ihr das? So this is the all-pervasive problem that we have just with having this type of rebirth over and over again. Even if you're reborn in a much better state, let's say, with a precious human rebirth. Das ist quasi, das ist die Definition von der, von dem alles durchdringenden Leiden, wie wir eben leben. Und selbst wenn wir in einer kostbaren menschlichen Form wiedergeboren werden, müssen wir immer durch diese Stadien durchgehen. As they say, if you didn't have a head, you wouldn't get a headache. Wie man so schön sagt, wenn du keinen Kopf hättest, könntest du auch keine Kopfschmerzen haben. So, in any case, that's a little bit silly, but in any case, what we want to attain is liberation from this. Was wir erreichen wollen, ist die Befreiung davon. So we want to attain the type of happiness that is not mixed with confusion, type of happiness which will last, that we're not going to feel, oh, I want more, and so on. Wir wollen also diese Art und Weise von Glück erfahren, die nicht vergeht, sondern die ständig andauert. That is a different type of happiness. Und das ist eine sehr andere Art von Glück. It's a happiness that you experience from being free of something. It's like if we think of a very small, what should we say, a tiny example. There's a little bit like it, but not certainly the same thing. Da könnten wir nur ein ganz kleines Beispiel nehmen, und das ist nur ein klein wenig so, aber nicht wie das, was wir eigentlich meinen. You're wearing really tight shoes all day long. And at the end of the day, you take your shoes off, and there's this feeling of relief. Ah, I'm free of this restriction and pain in my feet. So that's a different type of happiness, isn't it? So we're talking about almost a sense of relief, of being free of neurotic thoughts, free of worry. You never worry again. All these sort of things. Ein Beispiel wäre, wenn wir einen ganzen Tag lang in eng geschnürten Schuhen laufen müssten und sie dann endlich abends ablegen könnten. Was für eine Befreiung wäre das doch? Ähnlicherweise denken wir jetzt darüber, was für eine Befreiung wäre das, wenn wir all unsere neurotischen Gedanken einmal hinter uns lassen könnten. Worry. Oder unsere ständigen Sorgen. Hm. So, or insecurity. Wouldn't it be wonderful? Never, what a relief. I no longer feel insecure. Oder unsere Unsicherheiten. Was wäre das doch für eine Befreiung, wenn wir uns nie mehr unsicher fühlen müssten? Hmm. So, this is just a little hint of what we're talking about when we talk about liberation. Liberation from all types of suffering, all these true sufferings. Und es ist nur ein ganz kleiner Hinweis, was es sein könnte, wenn wir von der großen Befreiung sprechen würden. And to do this, we have to overcome all karma, both negative and positive. Und um das zu erreichen, müssten wir sowohl das negative als auch das positive Karma überwinden. So we have to overcome the compulsion to act even in positive ways. There's nothing wrong with being clean and trying to do things well. What's the problem is when it is a compulsive neurotic thing. That you have to get rid of. Also wir müssen sogar von unseren positiven Arten und Weisen zu agieren uns befreien, denn sie sind meist auch irgendwo neurotisch, und diesen neurotischen Aspekt, dass wir zwanghaft etwas machen, das müssen wir loslassen können. Okay, so when we act in positive ways here, wenn wir auf positive Arten und Weisen reagieren, there are positive emotions that go with that. Da gibt es positive Emotionen, die damit zusammenhängen. Detachment. Loslassen. Right? Detachment is that we're not clinging to anything and so on. Have it? Very nice. You don't have it? Well,
Okay. Loslassen bedeutet, dass ich etwas haben kann, aber es nicht unbedingt greifen muss. Und ich kann haben und das ist in Ordnung. Right, so it's the opposite of attachment. Es ist also das Gegenteil von Anhaftung. Another one could be not wanting to cause harm. Und ein anderer Aspekt könnte sein, dass ich nicht Schaden zufügen möchte. Or being sensitive to the effect of our behavior on ourselves and others. These are positive emotions. Oder dass ich gegenüber meiner Art und Weise, wie ich mir und anderen gegenüber agiere, gegenüber sensibel werde. And then we have other mental factors that accompany positive or constructive behavior. Es gibt andere mentale Faktoren, die dieses positive oder konstruktive Verhalten unterstützen. Respect for good qualities in those who possess them. Zum Beispiel, dass wir in denen, die sie haben, die guten Qualitäten auch respektieren. Self-control, to restrain ourselves from acting negatively. Die Selbstkontrolle, dass wir uns vor diesem negativen Ausagieren zurückhalten. Sense of moral self-dignity, so we have respect for ourselves and the effect of how we feel. Respect for our feelings. Ein moralischer Selbstrespekt uns selbst gegenüber, so dass wir uns wertschätzen und unsere Gefühle auch anerkennen. And caring about how our actions reflect on others. Und uns danach verhalten, in dem Wissen, wie unsere Aktionen auf andere wirken. So, none of these are the troublemakers. These are good. These accompany our positive, constructive behavior. Nichts. We don't want to get rid of these. Keine von diesen Aspekten möchten wir unbedingt loswerden. But the troublemaker here. Aber der Störenfried hier ist. Is a disturbing attitude. Ist eine zerstörerische Haltung dem gegenüber. And to put it in simple language, this is maybe not so simple, but grasping for a solid me. Und eine Art und Weise, das auszudrücken, wäre, dass ich danach greife, dass ich ein solides Ich habe. For example, there's a solid me that has to be good, that has to be perfect. Zum Beispiel, dass ich davon ausgehe, ich bin hier und ich muss perfekt werden. I have to be good, I have to be helpful, I have to be useful. Ich muss gut sein, ich muss hilfreich sein, ich muss nützlich sein. You know, the example, easy example, parents who have grown-up children. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel Eltern, die erwachsene Kinder haben. And they still want to be needed. They want to be useful, so they offer their advice and help even when their children don't want it. Und it's compulsive. Da wollen die Eltern immer noch hilfreich sein und auf diese Kinder wirken. Und das heißt, sie bieten ihren Rat an, wenn die Kinder überhaupt diesen Rat gar nicht erbitten oder gar nicht haben wollen. Because they have this sense of a solid me, and I only am worthwhile, I only exist if my children still need me. Denn sie haben das Gefühl von einem festen Ich und sie fühlen, dass dieses Ich oder Selbst nur dann wirksam und nützlich ist und überhaupt zum Ausdruck kommt, wenn sie ihre Kinder weiter unterstützen können. So, the emotion there is positive. They are offering their advice and help and so on because they love their children, they want to be kind, they want to be helpful. There's nothing wrong with that. Also die Emotion, um die es hier geht, ist erstmal gut, denn sie wollen ihre Kinder unterstützen, sie wollen freundlich zu ihnen sein, sie wollen, dass es denen gut geht. Also das ist eine hervorragende Intention. But the troublemaker is this attitude about themselves, that me, I'm only a worthwhile person and so on, if my children still need me. Aber der Störenfried dabei ist diese Haltung von ich. Ich bin nur dann ein nützlicher Mensch, wenn ich meine Kinder weiter unterstützen kann. So, this is what will cause the neurotic aspect, the compulsive aspect of offering to help even when totally unnecessary and inappropriate. Das ist also dieser zwanghafte Aspekt, dass ich andauernd Hilfe anbiete, selbst wenn es schon neurotisch und nicht mehr hilfreich ist. And you can sense, if you're experiencing this, man kriegt so ein Gefühl dafür, wenn du das erfährst. Because again, disturbing emotion, disturbing attitude, it's the same word. And the definition is the same.
denn die zerstörerische Handlung und die zerstörerische Emotion oder das Gefühl ist eigentlich das Gleiche. Es ist eine Attitude. Die Haltung. Right. So the attitude and the emotion, they're disturbing. They cause us to lose peace of mind and lose self-control. Die Haltung veranlasst mich, den Geistesfrieden zu verlieren oder meine Kontrolle zu verlieren. Both. Beides. So, when, let's say, if you are the parent and you're feeling this, what is the aspect that you can sense of not having peace of mind? Wenn jetzt dieses Elternteil wärst, was würde da das Gefühl sein, dass du spürst, dass du nicht mehr dieses Selbstgefühl, anständiges Selbstgefühl hast? I only have a worth, I only have a value as a person if I can do something for my children. Die da denken, ich bin nur etwas wert als Person, als Mensch, wenn ich meine Kinder weiter unterstützen kann. Feeling of insecurity, you're insecure. Das ist letztlich ein Gefühl von Unsicherheit. Du bist dir deiner selbst nicht sicher. Isn't that it? Geht's darum? They're insecure, and so they always have to push themselves in. Sie sind into, you know, the children's affairs, how they raise their children. Sie sind unsicher, und dadurch müssen sie sich immer wieder beweisen, indem sie sich den Kindern zuwenden. So, no peace of mind, and obviously they don't have self-control. Also kein Geistesfrieden und offensichtlich haben sie auch keine Selbstkontrolle. Despite the positive emotions there of love and caring and so on. Trotz der positiven Emotionen von Liebe und Fürsorge. So, this is what we need self-discipline to work on. Und an der Stelle brauchen wir Selbstdisziplin, um mit uns. Here, we're thinking primarily in terms of working for our own benefit. Second level. Hier geht es erstmal auf dieser zweiten Ebene darum, dass wir für unseren eigenen Nutzen arbeiten. Right, because what I'm experiencing, denn das, was ich erfahre, is that although I might be happy when I do something nice for my children and they appreciate it, that changes and then I have to do again. Obwohl ich vielleicht glücklich bin, wenn ich den Kindern etwas Gutes tun kann und sie es auch wertschätzen, dann dauert das nicht an und dann muss ich das wieder tun. The more and more problems come up because I am being so pushy. Und dann gibt es mehr und mehr Probleme dadurch, dass ich da immer so drängend bin. So that happiness doesn't last and then the children yell at me, you know, oh, leave us alone, don't tell me what to do, this type of thing. Und dann geht dieses Glück vorbei und die Kinder schreien uns an und sagen, lass mich doch endlich in Ruhe mit deinen guten Ratschlägen. So the happiness that we initially felt by helping them very quickly changes into unhappiness. They weren't really pleased with what we did. Und das Glück, das wir ursprünglich hatten, weil wir sie unterstützen konnten, das ist ganz schnell vorbei, weil sie eben nicht mehr wertschätzen, was wir da tun. And a simpler version of all pervasive suffering is that the whole thing continues and repeats over and over and over again. Und eine einfache Version von dem alles durchdringenden Leiden ist, dass dieses dann andauernd sich fortsetzt und weiter andauert und wir es völlig nicht mehr kontrollieren können. Right? The parent can't stop themselves from interfering. Die Eltern können with a good motivation, love. Trotz ihrer guten Motivation und der Liebe einfach nicht mehr aufhören, sich immer wieder einzumischen. But they're insecure. Weil sie sich unsicher fühlen. So, here we are exercising self-discipline, basically for our own benefit, so that we won't be unhappy with all of this, that we won't have this ordinary happiness and this recurringness. Hier geht es erstmal um die Selbstdisziplin, die wir für uns selbst anwenden, damit wir selbst nicht wieder in dieses Unglück verfallen, in diese wiederkehrenden Unglückszyklen. And here on this level, what we're working to, what we're applying our discipline, our self-discipline to, is these disturbing emotions, these disturbing attitudes, this grasping for a solid me. Wir wenden diese Selbstdisziplin an in Bezug auf die zerstörerischen Emotionen, die zerstörerischen Handlungen und das Gefühl von Ich. So, not that we want to stop helping.
It's not darum, dass wir aufhören sollten, helfen zu wollen. It's not that we want to stop loving our children. Wir sollen auch nicht aufhören, unsere Kinder zu lieben. But what we want to stop is this neurotic insecurity, this grasping for a solid me and so on, which is behind it. Aber was wir aufhören möchten, ist dieses neurotische, immer wiederkehrende, dieses ideelle Art und Weise, was wir von uns selbst halten. So, at initial level, we're working on disciplining simply our actions. Auf der ursprünglichen Ebene arbeiten wir erstmal daran, damit, dass wir einfach nur unsere Handlungen disziplinvoll ausführen. Self-control on that level. Da gibt es auf der Ebene erstmal Selbstkontrolle. And here we're working on a deeper level in terms, or a more subtle level, in terms of self-control, of not acting out these disturbing emotions and attitudes. Und hier arbeiten wir auf einer tieferen Ebene, dass wir unsere zerstörerischen Haltungen und Emotionen nicht ausagieren müssen. Because remember, we have two basic true causes of our problems. It's the karma and the disturbing emotions and attitudes, so the compulsiveness and the disturbing emotions and attitudes, and they go together. Wir haben da zwei Aspekte, nämlich das Karma, das Zwanghafte, und dann haben wir die destruktiven Emotionen, und die hängen ganz eng zusammen. Disturbing emotions. Die störerischen Emotionen. Some are destructive, and some, even though they are positive, could be mixed with confusion, so then it still causes problems. Und manche davon sind sogar positive Emotionen, aber indem sie mit Verwirrung vermischt sind, sind sie letztlich auch nicht wirklich hilfreich. Good example is love. Ein gutes Beispiel ist die Liebe. Love. Buddhist definition of love is the wish for others to be happy and to have the causes of happiness, regardless of what they do. Und die buddhistische Definition für Liebe ist, dass wir wünschen, dass es anderen gut geht und dass sie Glück erfahren, egal, unabhängig von dem, was sie tun. But it could be mixed with confusion. Aber das könnte mit Verwirrung vermischt sein. So, it could be mixed with attachment, don't ever leave me. Es kann mit Anhaftung vermischt sein, verlass mich nie. Right, why didn't you call me, you don't love me anymore, and insecurity and stuff like that, isn't it? Der Unsicherheit, die uns sagen lässt, warum hast du mich nicht angerufen, liebst du mich nicht mehr? Right, I need you, me. We're just thinking here in terms of what I get from you, because I need you. Und da sind wir total selbstzentriert, weil es geht andauernd darum, was ich von dir brauche. I might still want the other person to be happy, but be happy and don't ever leave me. And call me every day. Wir wollen zwar immer noch, dass der andere glücklich ist, aber letztlich wollen wir vor allen Dingen, dass sie uns nicht verlässt und dass sie uns jeden Tag anruft. So, love is not the problem. The problem is the attachment and the big me behind all of it that could be mixed with it. Also Liebe ist nicht das Problem, sondern das große Ich, was dahinter steckt und das sich da immer hinein vermischt. So, that's the intermediate level, the second level. Das ist also die zweite Ebene, die Zwischenebene. Right, we're using discipline to try to overcome this more mental, emotional attitude level. Wir bemühen uns darum, Disziplin einzusetzen, um diese eher mentale Ebene zu überwinden. So, third level, the advanced level. Well, perhaps before we get to the third level, why don't we again take a few minutes to digest, try to discern this in our own lives, which means to see with ourselves, as they say, don't have the mirror of the Dharma face others and only try to see the problem in somebody, in others, like our parents, but focus it toward yourself and try to discern in your own life, in your own experience, when even when you're acting positively, if you are doing that in a neurotic way, the type of problems that makes, and try to recognize the big, solid, you know, me behind all of that. I have to be perfect, I have to be good, I have to be helpful, I have to be needed and useful.
Lasst uns, bevor wir zu der dritten Ebene gehen, nochmal eine kurze Zeit nutzen und das zu kontemplieren, in uns zu verdauen und nochmal genau hinzuschauen, inwiefern wir wirklich diese negative Handlungsweise nutzen, und zwar nicht in einer Art und Weise, dass wir den Spiegel hinstellen und das in den anderen sehen und mit dem Finger drauf deuten, sondern wirklich in einer Reflexion schauen, wo ich in dieser Art und Weise mir selbst und anderen Unglück zufüge. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass ich immer dieses Gefühl von ich habe, ich bin derjenige, der leidet, der dieses und jenes macht. Und I have to be good, I have to be useful, I have to be all diese Vorsätze, die wir zwanghaft ausüben, dass ich perfekt sein möchte und alles gut machen möchte, etc. etc. And recognize the problems that brings. Und kennen, welche Probleme das. Remember, there is nothing that we have to prove. Euch daran, es gibt nichts, was ihr beweisen müsst. I don't have to prove that I'm a good person. I don't have to prove that I'm a clean person and perfect and so on. Ich muss nicht beweisen. There's nothing that has to be proved. Ich muss beweisen, dass ich eine gute Person bin, eine saubere Person, etc. Es gibt. What is it? I'm clean, therefore I am. You know, like I think, therefore I am. I'm perfect, therefore I am. Ist es zwar so, dass wir sagen, ich bin sauber, deswegen bin ich. Ich bin perfekt, deswegen gibt es mich. It's only because we feel insecure about me, 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 that we feel we have to prove that we are good. We have to prove that we're worthwhile. You don't have to prove anything. Nur weil wir unsicher sind, denken wir, wir müssten beweisen, dass es uns gibt, dass wir da sind. Wir müssen aber letztlich gar nichts beweisen. Think about that. What are we trying to prove? By being so perfect, by being so good, by being so clean. Was versuchen wir zu beweisen, indem wir so perfekt sind, indem wir so säuberlich sind? By being so productive. Hey, that's the whole secret. There's nothing to feel insecure about, and there's nothing that you have to prove. Just do, be helpful to others, and so on. You don't have to prove anything. Das ganze Geheimnis. Es geht nicht darum, irgendwas zu beweisen. Es geht um dieses Selbstvertrauen, dann einfach hilfreich zu sein. So, intermediate skill. Also, jetzt, das war die mittlere Ebene. Then, I mean, obviously it's not so easy just to use ethical self-discipline to say, stop feeling insecure, don't feel insecure. Obviously, that's not so easy. It needs understanding that the insecurity is based on confusion, and that confusion is, you know, not based on anything. We don't have to prove anything. Wir müssen nichts beweisen. Obviously, just using self-control is not enough. Indem wir einfach nur Selbstkontrolle einsetzen, das ist nicht genug. We can't just say, stop feeling insecure and just using self-control. We don't feel insecure anymore. Wir können nicht einfach sagen, hör auf, Selbstkontrolle auszuüben, dann würde automatisch diese Selbstkontrolle einsetzen. So ist es nicht. Self-control, not to feel insecure. Um nicht unsicher, sich unsicher zu fühlen. So, we need understanding as well. Wir brauchen auch ein Verständnis dafür. That, what is it that we're insecure about? Nämlich dessen, warum wir uns unsicher fühlen. A myth. Das ist oft ein Mythos. A myth that if I am productive and useful and so on, therefore I exist. Es gibt den Mythos, dass wenn ich produktiv bin und sehr viel produziere, dass ich dann existiere. If I don't, I stop existing? That's pretty weird, isn't it? Dass wenn ich aufhöre, dann aufhöre zu existieren, das ist doch eine komische Vorstellung, oder? So what do I have to prove by being a fanatic workaholic? Also, was muss ich beweisen, indem ich ein fanatischer Workaholic bin? If I want to help others, fine, help others, but don't be compulsive about it. This is the problem. Anderen zu helfen ist wunderbar, aber das Problem ist, wenn ich da zwanghaft wiederholend das ausagiere. And if I don't meet my daily quota, then I feel absolutely miserable. Und dass wenn ich einen bestimmten Tagessatz nicht erfülle, dass ich mich dann ganz schlecht fühle. If the children make noise and make an interference in my work, then I get all freaked out because I'm not productive enough. Und this we have to stop. Würde ich zum Beispiel ausrasten, bloß weil die Kinder Krach machen und vielleicht auch mal was von mir wollen. Und das ist. Okay, that's the intermediate scope. Das war also die mittlere Ebene. Good. Advanced scope.
is overcoming not knowing the karma of others. Die fortgeschrittene Ebene ist, dass wir darüber hinausgehen und wissen, was das Karma von anderen ist. We want to help others. Wir möchten gerne anderen helfen. And even if we've gained liberation. Und selbst wenn wir Befreiung erlangt haben, so we are free of karma ourselves, we're no longer compulsive. Dann haben wir zwar einerseits selbst kein zwanghaftes Karma mehr. We don't act in a destructive way. Wir agieren nicht mehr in einer zerstörerischen Art und Weise. And we don't have this neurotic compulsive drive to act in a constructive way. Und wir haben nicht mehr diese destruktive, zwanghafte Art und Weise, anderen gegenüber was positiv auszuagieren. But the problem now is that with that strong wish to help others, we don't know what's the best way. Aber das Problem ist jetzt, in dem starken Wunsch, anderen helfen zu wollen, wissen wir letztlich nicht, auf welche Art es am besten wäre, das zu tun. We don't know all the karmic reasons and background of why everybody is the way they are now. Wir kennen gar nicht all die karmischen Hintergründe, wie die anderen dazu geworden sind, wie sie uns jetzt erscheinen. And we really don't know what the effect will be of anything that we teach them. Und letztlich wissen wir nicht mal, was die Auswirkung sein wird von all dem, was wir ihnen beibringen oder was wir sie lehren möchten. And not only will what we teach them have an effect on this person themselves. Und es ist nicht nur so, dass das, was wir diese Menschen lehren, eine Auswirkung auf sie selbst haben wird. But this person is going to interact with many others. Aber diese Person wird ja auch mit vielen anderen interagieren. So whatever changes come about from what I teach this person, was auch immer sich verändern wird dadurch, dass ich dieser einen Person das lehre, that's going to affect not only that person but everyone else that they interact with. Das wird sich ja auch auswirken auf alle anderen, mit der diese Person zu tun hat. I have no idea of what is going to follow from what I teach. So we're very limited in how we can help others. Und wenn ich keine Ahnung habe, was sich aus dem entwickelt, was ich gerade lehre, dann können wir nicht wirklich hilfreich sein. So, first, we need to work with discipline. Erst einmal müssen wir mit Disziplin arbeiten. To not just be apathetic and content with, wow, now I'm free of suffering. Nicht einfach nur apathisch da liegen und sagen, ah, jetzt bin ich endlich frei von Leiden. I'm going to sit here and meditate and be blissful and happy all the time. Und da sitzen und sagen, ach, mir geht's gut und jetzt werde ich alle Zeit glücklich sein. We need that discipline to work further for others. Sondern wir brauchen auch diese Disziplin, um weiter zu arbeiten und andere zu unterstützen oder ihnen helfen. You get a little bit of a taste of this beforehand. Man kriegt manchmal vorher schon auch einen gewissen Geschmack davon. When you are very, very successful in meditation, wenn man sehr erfolgreich ist in der Meditation, then you're sitting there, your mind is free of wandering and dullness. Dann sitzt du da und dein Geist ist völlig frei von dem Abwandern und der Dumpfheit. It's very blissful, not in a disturbing way, but really feel good. Ist sehr freudvoll, aber nicht in einer abgelenkten Art und Weise. And you're very content. Du bist sehr zufrieden. And it's wonderful to just stay there in this state of mind. Und es ist ganz wunderbar, einfach in diesem Geisteszustand zu verbleiben. If you're really advanced, you can stay in this state for a really long time. Und wenn du sehr fortgeschritten bist, kannst du in solch einem Geisteszustand für sehr lange Zeit bleiben. If you're liberated, you can stay like that forever. Wenn du befreit bist, kannst du darin immer bleiben. So, what gets you out of that? Was lässt dich da rauskommen? What rouses you from that is, I mean, you don't have this type of body, so it isn't that you're hungry or anything like that, but what rouses you are thoughts of others. Was lässt dich da rauskommen? Es ist nicht nur, dass du diesen speziellen Körper hast, der auch mal Hunger hat und sonst wie fortgetragen wird, sondern was dich wirklich da rausholt, ist der Gedanke an andere. Right. How can I just sit here being so, you know, blissful and wonderful and everybody else?
is miserable. Lässt dich denken, wie kann ich hier einfach glückselig sitzen, wenn es allen anderen schlecht geht? So, we need the discipline to, and ethics, really, to overcome this concern just for our own welfare. Wir müssen also diese ethische Disziplin ausüben, dass wir uns nicht nur um uns selbst sorgen. And discipline to think of others and work for others. Sondern die Disziplin haben, auch an andere zu denken und für sie zu arbeiten. Now it's very significant that this comes as the step after we have worked for our own benefit. Es ist ganz wichtig und ausschlaggebend, dass das ein Schritt ist, der danach kommt, nachdem wir für uns selbst gesorgt haben. If we think just to help others, but we still are miserable and neurotic and so on, it's going to make problems in helping others. Wenn wir erstmal daran denken, anderen helfen zu wollen, aber selbst noch neurotisch verhaftet sind, dann wird unsere Hilfe auch bei anderen auf krumme Art rüberkommen. Right, we're going to get angry with them because they don't take our advice and they're not making enough progress. Dann werden wir vielleicht böse, dass sie unseren Rat nicht wirklich annehmen und dass sie nicht wirklich Fortschritte machen. Or we become attached to them and we get very jealous if they go to another teacher. Oder wir haften an ihnen an und werden eifersüchtig, wenn sie auch mal zu einem anderen Lehrer gehen. Or even stronger if we get sexually attracted to them. Oder noch stärker, wir werden vielleicht sogar sexuell von ihnen angezogen. It's going to make a lot of problems in trying to help this person. Und das wird eine Menge Probleme kreieren in dem Wunsch, anderen zu helfen. So, we really need to work on ourselves first. Wir müssen also erst mit uns selber arbeiten. And it's not that we have to become liberated, completely liberated. That's going to take a long time before we actually try to help others. Es geht nicht darum, erstmal vollständige Befreiung zu erlangen, bevor wir anderen helfen, denn das würde sehr lange dauern. But we don't neglect working on ourselves in the process of working with others. We're at least aware of the necessity to overcome our own anger and compulsiveness and so on. Wir sollten, während wir vielleicht schon für andere sorgen, nicht vernachlässigen, dass wir zuerst auch für uns selber, mit uns selber arbeiten und mit unserer eigenen Besessenheit arbeiten. So, we need the discipline to overcome this selfishness, self-centeredness. Die Disziplin, mit unserer eigenen Selbstzentriertheit, Besessenheit zu arbeiten. And we're going to have to work to overcome the limitations of our mind. Und wir müssen damit arbeiten, mit den Begrenzungen unseres Geistes. That prevent us from being omniscient, all-knowing. Die uns daran hindern, vollständig alles zu kennen und zu wissen. And we're not omniscient because we don't see the full picture. We don't see how everything is interconnected. Denn wir sind ja noch nicht allwissend, weil wir noch nicht das gesamte Bild haben, weil wir noch nicht wissen, wie alles miteinander zusammenhängt. Like whatever happens as a result of a combination of many, 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 many causes. Denn was auch immer passiert, entsteht aus unendlichen vielen Ursachen and conditions. Und Bedingungen. And all those causes and conditions have their own causes and conditions for how they happen. Und all diese Ursachen und Bedingungen haben wieder ihre eigenen Ursachen und Bedingungen gehabt, warum sie so passieren. And our minds now are limited. We can't see the whole picture. We don't see everything that's involved. Und unser Geist ist begrenzt. Wir sehen nicht das gesamte Bild. Wir sehen nicht alles, was da eine Rolle gespielt hat. And what's even worse is that we think that only one cause produces an effect. Und das Schlimmste ist, dass wir denken, dass eine Ursache ein Ergebnis hätte. Especially when we think of that cause being me. Speziell wenn wir denken, ich wäre die Ursache für etwas. Right? As if when this other person is depressed or so on, it's my fault. It's simply because what I did. Wenn wir zum Beispiel denken, da ist jemand deprimiert und dann denken wir, ach, ich bin schuld und es ist kommt, weil ich so und so. This doesn't correspond to reality. Das hat nicht wirklich mit der Realität zu tun. Whatever happens to people, as I say, is the result of many, many causes, not simply what I did.
Denn wie ich gesagt habe, was immer Menschen passiert, ist das Ergebnis von unendlich vielen Ursachen und nicht nur der, was ich getan habe. What I did contributed. You're not denying that, but it's not. Whole thing was, you know, just one cause. Ich habe sicher beigetragen und das will ich auch nicht leugnen, aber ich kann das nicht auf diese eine Ursache reduzieren. Or we're trying to help somebody and we say, well, the cause of your problem is just because you didn't get a good education or just because, you know, we reduce it to one cause. Oder wenn wir versuchen, jemandem zu helfen und sagen, ach, die einzige Ursache für dein Problem ist, dass du keine gute Erziehung hattest. Und das ist nicht korrekt, das auf eine Ursache zu reduzieren. Right, or your problems are all because your parents did this or that when you were a child. Oder zu sagen, das kommt daher, weil deine Eltern dies oder jenes gemacht haben, als du ein Kind warst. So we don't see the whole picture. It's much, much bigger than that. Da sehen wir auch wieder nicht das Gesamtbild, denn das ist viel vielfältiger als das. So, we need a much, much greater understanding than we have now. Wir brauchen ein sehr viel großartigeres Verständnis als das, was wir im Moment haben. And the problem is that our minds project categories like boxes. Und das Problem ist, dass unser Geist bestimmte Kategorien so wie Schachteln projiziert. And we compartmentalize everything into these boxes. Und wir stecken alles in diese verschiedenen Schachteln rein. Isolating them from everything else, as if they existed independently of everything else. Und isolieren sie so, als wenn alles für sich alleine existiert, unabhängig von allem anderen. And we believe that this corresponds to reality. Und dann denken wir noch, das hätte mit der Realität zu tun. So we don't really see the interconnectedness and interdependence of everything. Wir sehen also nicht wirklich die gegenseitige Abhängigkeit, die Verbindung zwischen allem. Well, we put things in the box. This is the cause. This is, you know, bad. This is good. We put it in boxes. Wir stecken das in einzelne Schubladen und sagen, das ist schlecht gewesen und das ist so und so. Well, this is not how things exist. Things don't exist isolated from everything else. Und so sind die Dinge einfach nicht. Es gibt nichts, was unabhängig von irgendetwas anderem existiert. So, we need the discipline to understand that although it might feel like that, it doesn't correspond to reality. Wir brauchen die Disziplin zu erkennen, dass, obwohl es sich vielleicht so anfühlt, dieses letztlich nichts mit der Realität zu tun hat. Simple example. Ein einfaches Beispiel. You're at home. Du bist da? During the day. Am Tage. And your partner comes home. Und dein Partner kommt nach Hause. And they are, they don't speak to you. They just go lie down. Und der oder die will nicht mit dir sprechen und einfach sich nur mal hinlegen. So, we put that in our minds into the box of they don't love me anymore, they are terrible, they're not kind. Und dann and so on. Steckst du das in deine geistige Schublade, ach, der liebt mich nicht mehr, der ist nicht mehr nett zu mir und so weiter. Right? Behind that, of course, is the big me, because I want to speak to them, I want from them. Dahinter steckt natürlich das große Ich. Ich will mit dem sprechen, ich will etwas von ihm, ich. We don't see, just because we put them in that box, now you're a terrible partner, we don't see the interconnectedness. Weil wir diesen schrecklichen Partner jetzt in eine gewisse Schublade gesteckt haben, sehen wir nicht die Verbindung mit allem anderen. That they might have had a difficult day at work, this might have happened to them, that might have happened to them, and so on and so on and so on. Dass sie vielleicht einen schwierigen Tag gehabt haben, dass etwas Bestimmtes ihnen passiert ist, und so weiter und so weiter. How often do things appear to us like that? Wie oft geschehen, erscheinen uns die Dinge auf diese Art und Weise? Somebody comes home and it's as if they came out of nowhere, that nothing was happening to them before, and now everything starts from the moment that they enter the door. Es ist so, als wenn jemand nach Hause kommt, davor gar nichts existiert hat und erst in dem Moment, wo sie zur Tür reinkommen, existieren die für uns. Right? And if the person staying at home was taking care of the children, wenn derjenige, der zu Hause war, sich um die Kinder gekümmert hat,
You come home, and how does it appear? Dann kommst du nach Hause und wie erscheint dir das? That they are just there, fresh. Nothing happened to them before during the day. Dann denkst du, ach, die waren ja nur zu Hause, denen ist ja den ganzen Tag nichts passiert, die sind jetzt frisch und klar. I mean, if we think about it, of course, it's not like that. Wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich nicht so gewesen. We're talking about how your mind makes it appear. Es ist, wir sprechen jetzt darüber, wie der Geist dir das erscheinen lässt. It makes it appear as though they just, our interaction starts here, at this moment. Nothing went on before. It's in a box. Uns erscheint es wie in einer Schachtel, dass die Interaktion mit dieser anderen Person erst in dem Moment passiert, wo sie zur Tür reinkommt. Und davor, das schalten wir alles aus. So, this is what we have to overcome to realize that this doesn't correspond to reality. Und das müssen wir überwinden. Wir müssen erkennen, dass das nicht mit der Realität zu tun hat. Or we put people in the box of my partner. Oder wir tun jemanden in die Schublade, das ist mein Partner. And we don't consider the fact that they have relationships and friendships with many, many other people besides me. Und da nehmen wir gar nicht mit in Betracht, dass diese Person natürlich sehr viele andere Beziehungen und Freundschaften mit anderen Menschen hat. They're only my partner. They're in the box of my partner. Wir definieren sie als mein Partner und in der Schublade sind sie für uns. So they should be available for me any time that I want. Und dann sollen die gefälligst auch für mich da sein, wann immer ich sie brauche. Because that's the only thing that they are my partner. Denn das ist das Einzige, was sie definiert. Sie sind ja mein Partner oder Partnerin. Well, we don't think in terms of they have obligations with their parents, they have other friends, they have other activities. No, they're only in this one box. Wir denken da nicht, dass sie vielleicht auch noch Verpflichtungen ihren Eltern gegenüber haben oder andere Menschen mal treffen wollen. Nein, die sind einfach in dieser Schachtel. Mein Partner. And the horrible thing is that it feels as though that is reality. Und das Schlimme daran ist, dass es sich auch noch so anfühlt, als wäre das die Realität. And we believe that it corresponds to reality. Und wir glauben, dass es mit der Wirklichkeit zu tun habe. And obviously on the basis of that we have attachment and we get angry if they have to go and meet somebody else and so on. Und wir haben deswegen Abhängigkeit oder Anhaftung entwickelt und werden zum Beispiel böse, wenn sie sich mit jemand anders treffen wollen. So, this is the advanced level of what we need discipline to work on. Und das ist jetzt die fortgeschrittene Ebene dessen, woran wir arbeiten müssen. We need the discipline to realize that the way that my mind makes things appear in boxes doesn't correspond to reality. This is absurd. Sondern wir müssen feststellen, dass die Art und Weise, wie wir die einzelnen Dinge in Schubladen packen, nicht tatsächlich mit der Realität zu tun hat und letztlich sogar absurd ist. And try to see the larger picture. Und versuchen, das große Bild zu sehen. So, these are the three levels of ethical discipline. Dies sind also die drei Stufen oder Ebenen von ethischer Disziplin. In connection with karma. Die mit dem Karma zu tun haben. Discipline to refrain from destructive behavior. Einmal die Disziplin, sich von destruktivem Verhalten fernzuhalten. Which is compulsive. Das zwanghaft ist. Then the discipline to overcome the disturbing emotions and attitudes. Dann die Disziplin, die sich von den störenden Emotionen und Haltungen that are behind all our compulsive behavior, negative or positive, abhält, die hinter all unseren zwanghaften Verhaltensweisen sind, seien sie jetzt positiv oder negativ. And then the discipline to try to overcome these limitations of how our mind makes things appear. Und dann, dass wir diese Begrenzungen, wie unser Geist die Dinge erscheinen lässt, überwinden. Discipline to stop thinking in such a small ways, putting things in boxes. Dass wir nicht mehr auf diese kleinliche Art und Weise die Welt ansehen, dass wir alles in Schubladen packen. And the discipline not to be content, apathetic, just so with our own situation.
Und ihnen, dass wir nicht einfach nur apathisch und zufrieden mit unserer eigenen Situation sind. So that we can understand other people's karma and help them to overcome it. Sondern, dass wir auch das Karma anderer Menschen verstehen lernen, damit wir ihnen auch helfen können, das zu überwinden. So, let's take the final couple minutes to just think in terms of how, try to recognize, this is this discerning meditation, try to recognize how we tend to put things in boxes, that our mind makes things appear in boxes, isolated from everything else. Es ist einmal diese unterscheidende Meditation, anzuerkennen, wie sehr wir die Dinge in Schubladen packen, wie sehr wir nicht das gesamte Bild sehen, sondern auch nur das, wie die Dinge uns erscheinen, wahrnehmen. Just the people in this room. Nur die Leute hier im Raum. You see them. Man sieht sie. It's as if they came out of nowhere. Es ist, als würden die aus dem Nichts gekommen sein. That they just appeared here. Und einfach hier erschienen. And it doesn't appear to us that what was going on in their home this morning, whether they have children, was it difficult to get here? None of that appears to us. Und erscheint weiterhin erstmal nichts. Wir können nicht wahrnehmen, wo sie herkommen, dass sie Schwierigkeiten hatten mit ihren Kindern heute Morgen und so weiter. Also all das nehmen wir nicht wahr. So, because of that, we really don't know what kind of mood they're in. Und deswegen wissen wir natürlich auch nicht, in welcher Stimmung sie sind. And so, I don't know what the effect is going to be of what I tell them. They might be very tired or annoyed or upset from what was going on in the morning, or they didn't get enough sleep, or how do I know? It just appears as though they came out of nowhere. They're sitting here. Und obwohl sie jetzt scheinbar aus dem Nichts hierher kamen und hier jetzt sitzen, haben sie vielleicht nicht genug geschlafen, sind müde, können gar nicht alles aufnehmen. Und wer bin ich, dass ich denke, sie könnten das alles verstanden haben? Right. So, when it appears as though people come out of nowhere, from no background, how can you possibly know how to help them best? Wenn Leute dir so erscheinen, als kämen sie einfach aus dem Nichts, wie kannst du dann überhaupt annehmen, du könntest ihnen helfen? So, somehow we have to not believe in that appearance and eventually get our minds to stop making things appear that way. Also müssen wir in irgendeiner Weise damit arbeiten, dass wir unserem Geist zeigen, dass er so nicht weitermachen kann. Then, even at this stage, even if I don't know what happened to you this morning, at least I appreciate the fact that something happened to you this morning. And if I'm really interested, I'll ask. Und das geht so, dass man zumindest wertschätzt, dass dir vielleicht heute Morgen irgendwas passiert ist. Und wenn es mich wirklich interessiert, dann würde ich auch einfach nachfragen, wie es dir geht. And we don't mean interested like in a scientific doing a survey. We're talking about really caring, because I love and compassion. I wish for you to be happy and not to be unhappy. Und es wäre jetzt nicht in einer wissenschaftlichen Forschung, sondern ich würde das auf eine liebevolle Art und Weise versuchen zu erfahren, wie es dir geht, weil ich eben liebevoll und fürsorglich bin. So, try to recognize how our minds make these deceptive appearances and how limiting they are when we believe that it corresponds to reality. Also vergegenwärtigt euch nochmal, wie euer Geist diese verblendeten Erscheinungen wahrnimmt, die in der Realität zu tun haben. And how it causes problems. Und wie das Probleme entstehen lässt. Okay, thank you.